egal, auch wenn das jetzt nur so Forstwege sind. Da ist ein Fahrradhelm, da ist ein Adler, da ist ein Anliger. Nicht unbedingt einen krassen Trail fahren, einfach die Natur genießen. Den Drop lassen wir aus. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu einem spontanen Video. Ich bin gerade auf dem Heimweg, war noch einkaufen gewesen und da fahre ich halt immer durch dieses schöne Tal und ich schaue halt immer in die Wälder rein und denke mir, wie schön wir es hier eigentlich haben. Und ich war auch schon einige Male hier auf eine Trail-Scouting-Tour mit euch zusammen unterwegs. Also es gibt schon viele Videos auf YouTube hier in meiner Gegend, wo ich versucht habe, irgendeinen schönen, interessanten Trail zu finden. Also nichts Gebautes, sondern natürliche Pfade. Und heute habe ich mir gedacht, ich habe einfach Bock rauszugehen bzw. mit dem Fahrrad rauszufahren und einfach durch diese Wälder hier zu fahren, egal auch wenn das jetzt nur so Forstwege sind. Und das möchte ich heute genauso machen, also kein Trailcheck, kein bestimmtes Thema, sondern einfach raus in die Natur und nicht unbedingt einen krassen Trail fahren oder irgendwelche Challenges, sondern einfach die Natur genießen, wie schön wir es hier haben, und hoffe dabei, einige von euch dazu zu inspirieren zu können, die daheim vielleicht keine Trails haben oder halt immer mit dem Auto irgendwo hinfahren müssen, um schöne Trails zu fahren, dass sie halt auch einen Genuss daran finden, so wie ich heute hoffentlich auf dieser Tour, wahrscheinlich auf Forstwegen. Aber mal schauen, natürlich werde ich da auch ein bisschen nach rechts und links schauen, vielleicht findet sich da ein Trail. Bei diesem kleinen Mountainbike-Abenteuer nehme ich euch heute mit. Ich fahre jetzt aber erstmal nach Hause, muss mein, Einkaufsgut, I don't know. Ich muss das Zeug erstmal in den Kühlschrank packen, in die Schränke, dann ziehe ich mich um und dann machen wir uns los mit dem Mountainbike. Ich wünsche euch viel Spaß beim Dabeisein und los geht's. Ja, natürlich halte ich die ganze Zeit Ausschau rechts und links, ob hier nicht doch irgendwo ein kleines Pfädchen runtergeht. Also am Anfang des Videos habe ich gesagt, natürliche Pfade, damit meine ich halt Wanderwege oder alte Trampelpfade. Ich mache mich jetzt weiter in die Richtung. Ich will am Bach bleiben, um die Punkte, die ich mir ausgesucht habe, auch zu erreichen. Also auf jeden Fall ein Pferdehof, da will ich Pferde streicheln, wenn ich dran komme. Dann gibt es eine Grillhütte, die ich entdeckt habe. Da will ich hoch, weil bei Grillhütten gibt es immer so kleine Pfade. Und ja, mal schauen, was wir noch so unterwegs finden. Ist das was? What? Das ist ein Kicker. Da ist ein Fahrradhelm. Da ist ein Adler. Da ist ein Anliger. Das ist aber krass. Okay, aber hier fährt schon ewig niemand mehr lang. Keine Reifenspuren. Das ist schon sehr alt. Wahrscheinlich war das ein Drop und man konnte hier reinlanden. Ich weiß nicht, wie sieht das für euch aus? Sieht das alt aus? Wie alt könnte das sein? Ein halbes Jahr? Ein Jahr? Wahrscheinlich sollte das auch nochmal ein Kicker werden. Bisschen Erde aufgehäuft. Ja, ich hätte auch groß Bock, irgendwo im Wald was zu zimmern. Das Problem ist aber, wie ich schon in meinem letzten Trail Scouting Video gesagt habe, dass ich hier halt bekannt bin und wenn hier irgendwas gebastelt würde und ich da gesehen werde, dann bekomme ich richtig Probleme. Und aber es ist ein Projekt am Laufen mit einem neuen Bikepark. Das ist aber schon 1,5 Jahre am Laufen. Jetzt wegen Corona hat sich alles verlängert. Und dort werde ich aber
sehr stark involviert, aber erst wenn das Ganze halt losgehen kann. Und das dauert leider noch. Ich weiß nicht, es weckt irgendwie voll hier Erinnerungen, wie wir früher im Wald gebaut haben. Ja, aber auch traurig. Also die Strecke, die wir gebaut haben, wir haben eine richtig lange Strecke gebaut und die hat gerade mal ein halbes Jahr gehalten. Und danach wurde die komplett zugeschmissen mit Bäumen. Immer mega nice. Kennt man, ne? Okay, wenn da jetzt Erde drauf liegt, dann jump ich mal da drüber und fahr den Abschnitt hier. Oh nein, keine Chance. So, wir werden dem Trail jetzt seine letzte Ehre erweisen und ich werde den Abschnitt da fahren. Da schaut nämlich aus, als würde der Kegel noch einigermaßen gehen. So, wo soll es weitergehen? Ah, hier. Hier wäre nochmal ein Kicker gewesen. So, dann schauen wir uns hier das Stückchen noch an. So, ich bin jetzt oben angekommen und hier sind überall nur so breite Wege. Das rentiert sich auf jeden Fall nicht abzuchecken. Und ich will ja auch weiter in die Richtung kommen, deswegen fahren wir den Pfad hier wieder runter. Also es wirkt, liebe Zuschauer, es wirkt. Genauso wie ich es mir dachte, heute einfach das schöne Wetter, die Natur, den Wald auf sich wirken lassen. Und ich fahre hier immer noch die ganze Zeit mit einem Grinsen im Gesicht. Nicht, weil ich irgendwie einen tollen Trail oder sowas erwarte, sondern einfach, weil ich happy bin, draußen zu sein. Man ist gesund, Wetter ist gut, alles ist gut. Hier sind früher die Dinosaurier langgelaufen und ja, Jurassic Park wurde hier gedreht. Da die Szene, wo die sich ja versteckt haben, das war der Hügel und dann sind die alle so drüber gelaufen. Wir haben jetzt hier Pferde. Es schaut aber nicht so aus, als hätten die Pferde Bock, dass ich die streichle. Ich weiß nicht, dass ich Angst haben. Guck mal, wie hübsch die beiden sind. Ah. Du kommst, hallo. Ich hab Angst, wie groß das Pferd ist. So, aber ganz zufrieden bin ich mit der Tour noch nicht. Es ist zwar schön, aber ich will noch mehr sehen. Deswegen werden wir jetzt weiterfahren. Da drüber. Da müssen wir aber, glaube ich, da lang, weil darüber ging es dann da hoch. Und dann schauen wir, was wir dort entdecken werden. Was haben wir denn hier? Vermutlich ist das nur so ein kleiner Weg zu einem Jägerhochsitz. Ist auf jeden Fall jetzt im Frühling schon hier freigeräumt worden. Ist ganz frisch. Ist auf jeden Fall nicht vom Mountainbikern, weil hier keine Reifenspuren sind. Ja, da ein Hochsitz. Okay, das ist gruselig. Ihr seht's. Das schreit nach einem Stoppie. Und dann in der Richtung da hinten. Da gab's mal früher, vor 10 Jahren,
gab es da mal einen Trail. Aber die Jungs, die das gebaut haben, die, ich glaube, entweder fahren die schon kein Fahrrad mehr oder die leben nicht mehr hier. Schon ewig nicht mehr gesehen. Mal schauen, ob ich diesen Trail finde. Also erstmal habe ich mich hier übelst erfahren. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Und da habe ich ein paar Kids erkannt. Also 10-, 12-Jährige. Die fahren mir jetzt hinterher. So, liebe Zuschauer, die Jungs haben mich eingeholt. Und tatsächlich, wie ich vermutet habe, ist hier drüben ein Trail. Da haben sie mir direkt zeigen wollen, da fahren wir jetzt hin. Den fahren wir einmal runter. Und das ist, wie ich vermutet habe, ist das ja ein ganz alter Trail. Da gibt es auch ein heftiges Gap, aber die Jungs haben auch gesagt, da wird schon gar nichts mehr gemacht, also baut niemand, außer die Kids fahren da ab und zu mal. Deswegen jetzt im Video will ich auch gar nicht sagen, wo sich das befindet, weil es halt kein offizieller Trail ist. Den Drop lassen wir aus. Ja, nice. Mega Highlight noch zum Ende des Videos. Allerdings habe ich es sauweit nach Hause. Es ist jetzt kurz vor 8, das heißt, es wird gleich dunkel und ich habe zwar eine Lampe dabei, aber ich habe kein Rücklicht und werde jetzt schauen, dass ich irgendwie auf solchen Wegen bleiben kann, ohne auf die Straße zu fahren und dann so nach Hause komme. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch von euch freuen. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen möchtet, keins mehr verpassen möchtet, abonniert meinen YouTube-Kanal. Auf meiner Homepage findet ihr alle meine Videos ein bisschen kategorisch untergebracht, also meine Mountainbike-Fahrtechnik-Tipps oder Tutorials, Schrauber-Tutorials, Product-Reviews, Mountainbike-Games und meine Vlogs. Aber meine Vlogs sind dann eher in der Trail-Map zu finden. Das ist eine Weltkarte, auf der alle Orte, wo ich schon mal Mountainbike gefahren bin, alle legalen Locations zu finden sind mit Video und Adresse. Das heißt, dieses Video von heute wird da zum Beispiel nicht zu finden sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao.